Der frühere ÖFB-Teamchef Marcel Kolar hat am Sonntag mit dem FC Basel eine besonders bittere Niederlage kassiert. Der frühere Serienmeister musste sich dem aktuellen Titelträger Young Boys Bern in der Schweizer Fußballmeisterschaft auswärts mit 1:7 geschlagen geben. Basel ist nach der höchsten Pleite seit 2001 nur noch auf dem 7. Tabellenplatz zu finden. 12 Punkte fehlen auf Spitzenreiter Bern, bei dem Thorsten Schick in der 29. Minute eingewechselt wurde. Der Steirer bereitete auch einen der 7 Treffer vor, das 6:1 durch Leonardo Bertone, 80. Werbung, Werbung.